Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, es ist spät am Abend und ich zocke alle NES-Games. Nicht alle heute, aber alle insgesamt. Und heute ist dran Golf Grand Slam. Ich habe schon Golf Ausrufezeichen gespielt gestern und heute ist dran Golf Grand Slam. Mal schauen, was mich hier erwartet. 10 Minuten Golfspaß ab jetzt. Die Verpackung sagt, eine echte Golfsimulation verbessert ein Spiel hier auf der Heimkonsole. Ja, Wahnsinnsgrafik, wenn das in echt so wäre, also wenn das Ingame-Grafik wäre, dann wäre es ja super geil, aber ich fürchte, das können wir uns abschminken. So, da, Namen eintragen, und das ist natürlich der gute alte Rob. 64 müssen wir leider weglassen, gibt's hier keins. Okay, geht schon, Tournament. Wir wollen hier Schlägerset. Sind die nicht eh alle gleich? Ich sehe jetzt keinen Unterschied. Egal, nehmen wir. Wir wollen weit schießen. Warum auch immer man nicht weit schießen sollte, keine Ahnung. Und weiter geht's. Ja, jetzt haben wir hübsche Bäume. Die Proportionen stimmen nicht ganz meiner Meinung nach, aber egal. Unten haben wir eine Höhenprofil. Okay, weiter geht's mit den B-Button. Ich drücke A und er will nicht, dass ich A drücke und schreibt mit B-Button drücken. Warum habt ihr nicht einfach gemacht, dass beide Knöpfe gehen? Frage an die Entwickler, wieso? Gut. Club. Ich will hier nicht mit einem 5 Eisen abschlagen. Wieso sollte ich? Ich will hier natürlich mit einem Holz abschlagen, weil ich hier möglichst weit schießen will. Kann ich da hier noch die nein, ich möchte eigentlich gerne noch die Ausrichtung machen. Weiter hier rauf geschießen. So, genau. Ready, go. Bin schon gespannt. Und ich muss hier per Zufall auftauchen. Ich habe gar nichts gedrückt jetzt. Und dann schießt er automatisch. Nichts gedrückt, Leute, ich habe nichts gedrückt. Muss man nicht verstehen. Okay, interessante Mechanik. Finde ich nicht so gut. Also, ich hätte lieber diesen Balken, der rauf und runter geht, wie bei NES Open und vielen anderen Golfspielen. Ach, B-Button, come on. Entschuldigung, kurzer Gegner, bin schon müde heute. Ja, ich weiß, gehen Let's Play, es geht ja gar nicht. Ist mir egal. Warum soll ich hier die Pitching Wedge verwenden? Ich muss doch ewig weit schießen. Dreier, Eisen. Warum sollte ich eigentlich nicht hier einfach mit dem Holz draufheizen? Der Ball liegt gut am Fairway. Spricht in meiner Meinung nach nichts dagegen. Da gibt es ja gescheit Stoff. Wind ist minimal. Gut, ready. Volle Kanne draufheizen. Ich habe den Schuss verhaut. Warum auch immer. Wieso habe ich jetzt einen Schuss verhaut? Gut, probieren wir es nochmal. Liegt am Fairway. Kann man also eigentlich nicht verfehlen, meiner Meinung nach. Wir gehen dann noch auf die richtige Distanz. So. Volle Kanne drauf, ich drücke jetzt mal nichts. Und er verhaut auch. Ich kann also vom Fairway nicht mit dem Holz abschlagen. Eigentlich sollte das gehen, wenn der Ball gut liegt am Fairway. Warum sollte ich nicht mit dem Holz abschlagen? Haben wir das, wer von euch Golfprofis draußen, wollen wir sagen? Gut, ich nehme ein Dreier Eisen und halte voll drauf. Wird circa da aufkommt, Wind mit einberechnen. Gut, und den habe ich jetzt irgendwie schief getroffen, macht aber nichts, er war eh zu kurz. Ja, jetzt kann ich die Pitching Wedge nehmen. Es schlägt nur Sandwich vor. Na, deswegen die Pitching Wedge. Sandwich ist ja Mist. 21. Ah, ist das die Distanz zum
zum Loch 21 Yards. Wenn das stimmen würde, könnte ich wirklich das Sandwich verwenden. Und wir schauen, dass wir da drauf kommen halbwegs. Wir ein bisschen kürzer vielleicht, damit ich noch ausrollen kann. So, das schaut doch ganz gut aus. Ready! Und... Was war das denn? Wie im Bunker drinnen, supi. Ja, Sandwich natürlich. Ja. Hau drauf. Nichts gebracht. Ja, wieso? Was will er von mir? So stärker schießen? Okay, probier's. Wind ist relativ stark. Okay. Ja, vielleicht ein bisschen von unten schießen. Okay. Die Mechanik finde ich irgendwie ein bisschen fragwürdig. Vor allem die Schuhstärkeneinstellung, die mit dem Cursor zu machen, gefällt mir überhaupt nicht. So, dann nochmal Sandwich. Unten rollt 0. Das ist jetzt wie heftig in den Bunker hauen. Okay, Patten, es geht gleich bergauf, also werde ich da ein bisschen mehr geben. So. Die Fälle mit einberechnen, kommt von rechts. So, vielleicht so. Ready. Schauen wir mal. Na, das Gefälle hat sich auch nicht sehr ausgewirkt. Okay, ein bisschen daneben, weil wir haben ja Gefälle 7 Grad. Come on. Okay, da einfach drauf. Einfach draufhauen, oder? Ein bisschen. So. 3 Yards. So muss das eigentlich passen, meiner Meinung nach. Nein, na, schön mittig. Na, grad, dass es noch rausgeht. Furchtbar, furchtbar, furchtbarer Auftakt. Ja, ist entweder ist es so, weil ich NES Open so gewohnt bin und diese Steuerung von NES Open einfach so jahrelang Intus hat. Ich habe NES Open ja auf allen Systemen, wo es irgendwie erschienen ist, gespielt und am Emulator. Und das kriegt man sie nicht mehr raus. Es ist vielleicht taktisch gesehen gar nicht mehr so schlecht, das Spiel. Weil das man so viel einstellen kann. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie viel das bringt in echt. Diese Einstellungsmöglichkeiten da, das kann ich jetzt schwer vergleichen. Aber probieren wir mal. Ich experimentiere mal noch ein bisschen da. Aha, was. Machen wir das so. Nein, ich möchte den Schuss eigentlich noch. Nein, ich möchte den Schuss noch. Aha, da kann ich auch noch das Gewicht verlagern, eher nach hinten für einen höheren Schuss. Kann man danach. Ich würde ihn eher von unten treffen, damit er schön hoch wird. Ja? Ich werde mal einen hohen versuchen einfach. Gescheit aufziehen. Bisschen mehr, damit er schön hoch wird. Und den Grip verstellen wir jetzt auch noch mal noch. So, nach Strong. Okay, schauen wir mal, was passiert. Jetzt reißt es gleich alles. Wow, okay. Ich glaube, da geht er weiter. Wir müssen auch mal, ob ich jetzt mit den Einstellungen vielleicht mehr Chancen habe. Ob ich mit den Einstellungen mit dem Holz treffen kann. Das würde mich jetzt noch interessieren. Den Stand lassen wir. Ein bisschen nach hinten. Wir wollen hochschaufeln eher. Und den Grip of Strong.
Okay. Wind habe ich jetzt nicht geschaut. Egal. Ah, schön getroffen. Na, es geht nicht. Man kann bei diesem Spiel nicht vom Fairway mit dem Gold, also mit dem Holz schießen, auch wenn er noch so gut liegt. Meiner Meinung nach ein Fehler. So, verstehe ich nicht. In echt geht das. Es geht auch bei jedem anderen Golfspiel. Okay, ich versuche nur einen Schlag. Ich hole dann mit dem 3-1-3-Eisen drauf. Ja, ich wollte eigentlich noch mehr einstellen. Ich wollte noch ein bisschen höher machen. Und ich möchte wieder stark schießen, damit der gescheit was weitergeht. So, okay. Schauen wir mal, ob das geht. Und. Bots. Ah, der war schön eigentlich. Könnten wir gleich wiederholen. Er steckt mir schon wieder die Pitching Wedge vor. Ist der vollkommen ungeeignete Schläger für diese Entfernung. Oder nicht. Aber da bin ich schon so nah dran, das schaut nur im Bildschirm so schlecht, so weit aus. Gut, ich nehme mal das, was er mir vorstellt. Pitching Wedge mit 110. Okay. Nimm das, was er mir vorschlägt. Ich ziele hier noch kurz. Bis hier. Da. Schauen wir, was passiert. Und? Ja, gar nicht mal so viel zu kurz. Okay. Ich hätte mal gedacht, der wird viel zu kurz werden. Oh, nein, ja. Da nehmen wir ein Sandwich. Okay, ich nehme alles zurück. Die Schlägervorschläge sind vielleicht doch gar nicht so übel. Gut. Auch ich kann mich irren. Hauen wir drauf da. Die Runde spiele jetzt noch fertig. Na, da hätte ich weiter zielen müssen. Mein Fehler. Ich habe nicht weit genug gezielt. Ich bin so gewohnt, dass ich die Stärke mit dem Schuss, den ich dann abgebe, einstelle beim Spiel, aber das geht natürlich nicht bei dem Game. Ja, ich weiß nicht, bin ich nur eine fragwürdige Entscheidung. Ja. Oho. Na, der ist doch gut reingegangen. Na bitte, kleines Erfolgserlebnis noch zum Schluss. Nur eins über Paar gewesen jetzt. Na bitte. Wunderschön. Bin auf Platz 17 in der Rangliste. Sehr schön. Nein, das war's. Das war's für mich. Das war Golf Grand Slam. Ja. Gibt bessere Golfspiele am NES, muss ich leider sagen. Spielt lieber NES Open. Ist einfach das beste Golfspiel am NES. Ich bleib dabei. Solange ich nichts Besseres finde. Da drunter könnt ihr abonnieren, dann gibt es jeden Tag ein neues NES-Video in eurer Postfach. Da drüben könnt ihr gleich weiterschauen. Und über einen Daumen hoch freue ich mich natürlich auch. Und nicht vergessen, Kommentare. Welches Golf-NES-Game ist eurer Meinung nach am besten? Würde mich interessieren, haut es einfach mal rein. Ciao, Leute.